Hallo, mein Name ist André Göhler von The Information Lab und heute zeige ich Ihnen die Tableau 9 Level of Detail Berechnung Fixed. Und zwar berechnet Fixed eine Aggregation für ein bestimmtes Level of Detail oder eine bestimmte Dimension, wenn Sie so möchten, unabhängig aller sich in der Visualisierung befindenden Dimensionen. Für unser Beispiel öffnen wir einmal unsere Superstore-Beispiel-Datenquelle und lassen uns alle Länder auf einer Karte anzeigen, zusammen mit unserem Gewinn. Und als Größe und als Farbe. Ich mache das Ganze noch ein wenig größer. Und wir sehen hier beispielsweise, dass Frankreich einen Gesamtgewinn von 113.662 Euro verzeichnet. Aber was ist, wenn wir gar nicht den Gesamtgewinn des Landes sehen möchten, sondern beispielsweise den mittleren Gewinn aller Städte für das jeweilige Land? Um das zu tun, würden wir normalerweise unsere Stadt auf das Detail ziehen, aber wir sehen, dass sich hier unsere Visualisierung komplett verändert. Wie machen wir das also, dass wir unsere alte Visualisierung behalten und trotzdem die Stadt in unserer Berechnung berücksichtigen? Das können wir mit dem neuen Level of Detail Fixed tun. Wir erstellen dafür ein neues berechnetes Feld und nennen dieses Gewinn Stadt. Und zwar mit folgender Funktion. Fixed. Und wir möchten weiterhin unsere Summe als Gewinn betrachten. Wir schließen unsere Klammer und wir sehen, dass unsere Berechnung gültig ist. Und wir ziehen letztendlich unsere neue Kalkulation auf die Farbe und auf die Größe. Und wir möchten als Kennzahlaggregat jetzt den Mittelwert sehen. Deswegen müssen wir das hier noch umstellen. Müssen wir noch unsere Quick-Info dementsprechend anpassen. Und wir sehen, dass Frankreich einen durchschnittlichen Gewinn pro Stadt von 281 ausweist. Wir haben jetzt also eine weitere Level of Detail-Stufe in die Visualisierung übernommen, ohne die eigentliche Visualisierung aller Länder zu verändern.